Tansania sind Harry und Anna immer noch am Tanzen. Doch auch die beste Liebesmaschine braucht mal einen Boxenstopp. Harry muss auftanken. Great feeling. Go for drinking. Come here. Love you. I love you too. You know that? Yes. Zu tanzen mit ihr, ich glaube, dass wir in einem ähnlichen Rhythmusstil liegen. Und ich glaube, dass da relativ viel Gefühl ist, da ist. Und vor allem, wenn man es dann in den Arm nimmt oder etc. Also das taugt dir voll. Aber ich möchte nicht abstreiten, dass das mir voll taugt. But we have to rest a little. You're tired. I'm an old man. The old man and the sea. Dass Harry älter ist, war für Anna bisher kein Thema. Die 25 Jahre. I think he's kind of tired and he needs some cold water right now to calm him down. So that the pressure will be down. I think that's what he needs right now. But he doesn't want to. He wants to take the alcohol rather. Our future. We have no problem. We are very relaxed. I know, but I was thinking you should take water. No, you don't know that I'm drinking 10 bottles of whiskey per day. Yeah, this was a joke. The alcohol intake. Der Alkohol, den er trinkt, und sein Rauchen sind nicht gut für seine Gesundheit, gerade in seinem Alter. Also versuche ich es zu kontrollieren. Das ist ein Prozess. Das kann man nicht alles in einem Tag schaffen. Das braucht Zeit, bis er sich daran gewöhnt. Because of the dance. No. And how you're breathing. Only, of course, is you're moving. And we are warm clothes. So tired already. We are warm clothes. I have no bath trouser. Yes. And not even the other trouser like you. And so I have a problem. How? How do you have a problem? But we all dance together. We all use the same energy to dance. Yeah, is this ja good when you're going hot? Really? This is very fantastic to going hot in somewhere. So, what do you think? Mood. What do you think is the problem now? I don't speak open about that book. Why? This is a closed book at this time. Sure? Yes. Okay, this if you book, say... This private. We speak really? This private then. Okay. If you say so, honey. We do it then card play at the home. Sure. You teach me. Das gehen wir dann heuer, heuer. Ja. Ich sag nichts drüber. Ich weiß schon, was kommt. Kartenspielen. Patricia und Siet müssen sich als Paar im Alltag beweisen. Sie muss das tunesische Leben meistern, ehe endlich Arbeit finden. Boah, Schatzi, ja. I'm going now, okay? Look for work. I'm going to try to cook for us something good. Yes, I'll try to cook. Boah, Schatz. Bye, honey. Good luck. Während Patricia also einkaufen geht, stellt sich Siet endlich der Jobsuche. Von keiner Arbeit kommt kein Geld, ja, und das vergisst er. Er nimmt es auf die leichte Schulter und sagt, dann gehe ich halt arbeiten. Ja, aber er geht seit 2 Jahren nicht arbeiten. Ich habe halt die Hoffnung, dass er doch was findet. Ja. Also Sorgen habe ich schon. Ja. Die hat, glaube ich, jeder in meiner Situation. Sie hat Angst vor der Zukunft, aber wenn ich anfange zu arbeiten, wird uns alles leichter fallen. Am gleichen Ort zur selben Zeit genießen Andrea und Eamon seltene Stunden zu zweit. In der Sonne, am Meer, auf einem Boot. Ein unverhofftes Glück, denn bis vor ein paar Stunden wusste Eamon nicht mal, dass seine Frau kommen würde. It's my first time I do this, that I go on the boat. Are you happy? Yeah, now. We are together, very, like yeah. This, in this beautiful place, romantic place. Oh yeah. Yeah. Große Liebe auf dem Meer. Zum Glück sind keine Eisberge in Sicht. An Land ist Siet derweil auf Jobsuche. Auf der Flaniermeile am Hafen muss es für einen Kellner doch Arbeit geben. Der Chef ist gerade nicht da. Ich soll am Montag wiederkommen, dann kann ich ihn treffen. Kein Glück beim ersten Versuch, aber Siet lässt nicht locker. Ab ins nächste Lokal. Er hat gesagt, der Sommer ist vorbei und er muss eher Leute entlassen, als neue einzustellen. Es ist nun mal schwer, eine Arbeit zu finden, keine Frage, in jedem Land. Aber ich sag's ehrlich, wenn er nichts macht, wird das nie was, ja? Weil es kann nicht alles von mir alleine kommen. Ich
weiß nicht, wie es sonst weitergehen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, irgendwie suche ich eine selbstständige Tätigkeit. Ich möchte einen Laden eröffnen und Parfüm verkaufen oder irgendwelche anderen Sachen. Jobs wären für beide dringend notwendig, sind aber jetzt in der Nebensaison sehr schwer zu finden. Wenn ich selber nach 2 oder 3 Monaten nicht arbeite, dann ist echt dramatisch, ja. Aber essen muss das Paar, sparen auch. Deswegen kauft Patricia nicht im Supermarkt, sondern in billigeren Geschäften. Can you give me one chicken? One. Dass der Preis auf Kosten des Tierwohls geht, sieht man hier überdeutlich. Ich kaufe mein Hähnchen fertig im Supermarkt, ja, geschnitten alles, aber ich hoffe schon, dass er mal das abruft, ja, und die Knochen wegtut. Also das hoffe ich ja schon. Hallo. Hallo. Small, please. Ja, es ist gut. Vor dem Rupfen muss das Huhn natürlich geschlachtet werden, was der tunesische Händler ums Eck erledigt. Es ist zwar ein Lebewesen, es dient zum Essen, aber da habe ich irgendwie Mitleid. Ich weiß nicht. Schlachten? Rupfen, ausnehmen, Mitleid haben, in dieser Reihenfolge? Patricia ist vollkommen überfordert. Ich glaube, er ruft und wascht und dann schneidet es kann. Das Einkaufen auf diese Weise behagt Patricia sichtlich nicht. Aber die Freude über den geringen Preis überwiegt. Du zahlst den Huhn für einen Brust schon allein im Supermarkt so ungefähr 6, 7 Euro. Und da habe ich aber ein ganzes Hähnchen um nicht mal 4 Euro, 3,50 Euro. Ja. Unbezahlbar ist in der Zwischenzeit für Andrea und Eamon ihr romantisches Zusammensein am Ausflugsboot. Währenddessen kämpft sich Siet durch die Cafés am Hafen und sucht weiter einen Job als Kellner. Einige Absagen hat er sich schon eingefangen. Beim nächsten Lokal hat er jedoch Glück und trifft sogar den Inhaber. Dieser lässt Siet, der schon öfter gekellnert hat, sein Geschick beweisen. Siet macht einen sehr netten Eindruck. Und man merkt, dass er schon Erfahrung hat. Ein positives Feedback für Siet. Doch auch hier ist die Saison vorbei. Ich habe irgendwie keine Hoffnung. Das Programm der ersten Woche war nicht leicht. Wir sind zur Bank gegangen und es ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich weiß, künftig wird sie auf viele Probleme stoßen, bis wir uns akklimatisiert haben. Und ich hoffe, dass unser Leben in Zukunft besser wird. So, you ready? Is a message from the earth, for we are guided by your spirit. There is a new generation arising, humble and knowledgeable. Ich wollte schon ewig einmal in einem Studio und irgendwie was machen, in einem Studio arbeiten, wenn das so ist. Es fasziniert mich halt voll, weil ich halt irgendwie genial finde, wie man Musik produziert einfach, ja. We need Africa to rise. We need Africa to rise. For your kingdom come. Ich singe in Jamaika über Afrika, weil Jamaika auch Teil von Afrika ist. Also, ja, ist einfach für mich so. Hm. We need Africa to rise. Africa.
to rise for the kingdom come. Ich bin nicht so ganz hundertprozentig mit meiner Stimme zufrieden. Mir kommt irgendwas vor, mir steckt halt was im Hals. Ich weiß auch nicht, wieso, ich krieg's nicht weg. Also ich bin ein bisschen so. Aber ansonsten, ja, so. Er wird schon machen. Der Computer wird schon machen, wird schon richten. So, I'm planning tomorrow. Morgen werde ich den Song fertig machen, damit wir ihn morgen auf der Party präsentieren können. All meine Freunde werden kommen. Und jeder, der vorbeifährt, kann anhalten und schauen, was wir machen. Die Party ist also erst morgen. Der Regen will und will nicht aufhören. Und irgendwie macht das Wetter Lydia nachdenklich, ob die Sonne jemals wieder scheint. The sun? There's no sun until next 2 weeks or maybe one more week, you know. Maybe we get one or two days in between a couple of sun, but not now. This is it. Ich komme gut mit ihm zurecht und das ist mir das Wichtige. Ich erwarte mir jetzt nicht irgendwie große Verliebtheitsgefühle. Ich meine, die Liebe, wie lange hält das Verliebtsein, die Liebe in Ehen aus? Es ist doch wichtig, dass du mit einem Menschen bist, mit dem man gut ist, mit dem man zurechtkommt, mit dem man das Leben leben kann. Aber in einem Einzimmerbretterverschlag kann man das Leben wohl nicht gemeinsam leben. Markels Wohnsituation hat Lydia wohl doch getroffen. Ich habe versucht, mir eigentlich vorher nicht zu viele Illusionen darüber zu machen, dass es alles recht schön ist. Ich meine, er hat so in den Videocalls und so zum Teil seine Sachen so ein bisschen versteckt oder verheimlicht oder mir dann erst so nach und nach irgendwie gezeigt, was mich natürlich schon ein bisschen stutzig gemacht hat. Vor der Abreise wollte Lydia nicht zu viel über Markel wissen. Im Hier und Jetzt leben war ihre Devise. Der Markel hat ja auch Kinder, oder? Ja, Das ist noch die Frage. Aha, das ist noch nicht. Für mich ist es unvorstellbar, dass die Lydia nicht weiß, ob der Markel Kinder hat. Also es ist furchtbar für mich. Jetzt nach 2,5 Tagen auf Jamaika nimmt Lydia all ihren Mut zusammen und will mehr über Markels Familiensituation herausfinden. So, how many kids do you have? Two kids, but I grow. Well, apparently they said I have another one. Zwei Kinder und vielleicht noch eines obendrauf? Na bumm. But I never seen not kid before ever. I don't know if it's a girl or a boy, but I don't know if it's true. Or it's just a word of mouth. But two that I grow. Meine Kinder leben in Amerika. Eins ist vielleicht hier in Negril. Aber ich weiß nicht, ob die Mutter es zurück nach Amerika geholt hat. Markel weiß nicht genau, wie viele Kinder er hat. Generell, die Gesellschaft ist geprägt davon, dass Beziehungen sich trennen. Und dann kommen halt da dabei außergetrennte Kinder und alleinziehende Mütter und sonstige oder alleinziehende Väter, wie es auch dann immer ist. Ja. Also für mich ist das jetzt nichts, wo man denkt, das ist abnormal oder so, oder? Egal. Ich habe schon gehört, dass es eher lockere Männer sind und dass sie halt einfach so. Nur mir gegenüber geht es eigentlich gar nicht so um. Ja, also sei es jetzt, es wäre die große Wandlung gewesen, dann bin ich gerne für das da. Ich weiß auch nicht. Lydia ist von Markels Geschichte mit 2 oder 3 Kindern nicht sonderlich beeindruckt. Sie selbst hat ja auch 3. Alles eine große Patchwork-Familie und eigentlich eh alles. Egal. We have a little plan for the day. What we're gonna do is go to the family house first, and maybe no grandma is there. She don't really go anywhere. So we're gonna. So how old is she? She's about 80 something, 85, 86. Ich freue mich drauf. Ich bin halt gespannt, was sie für Mensch sein wird. Und ich finde natürlich positiv, ist doch nett von ihr, wenn sie sagt, wir dürfen vorbeikommen. Markel stellt Lydia seiner Familie vor. Vielleicht bahnt sich da ja wirklich etwas Ernsthaftes an. Am Morgen in Tansania liegen Harry und Anna noch im Bett. Naja, vielleicht spielen sie immer noch Karten. Ah, hier sind sie ja beim Frühstück. Na, wie war denn die Nacht? Das erste Mal mit Harry im Bett hat sich gut angefühlt. Ja. Andere Dinge verraten wir nicht. Na, weil es einfach niemand mehr sagen kann. Das ist unsere Sache. Aber unsere Sache zaubert den beiden Verliebten ein verschmitztes Grinsen ins Gesicht. Hat Freund Roland etwas mitbekommen? Nach der ersten Nacht hat Harry eigentlich nicht viel gesprochen. Er hat nur ein breites Grinsen im Gesicht. Aber sonst hat er nichts erzählt. Ob, wie, was, wann. Wie, was, wann behalten die beiden für sich. Aber Gesichter sprechen Bände. Also nicht zu viel lächeln, sonst werden noch Geheimnisse verraten.
there is also a market street. We look a little. Okay. What we can eventually use if we are going a little bit to water. Bikini you have? Yes, I have. If not, you can go naked too. Doesn't matter for me. Huh? You can go naked too. Huh? We will not look. Naked? Are you crazy? Are you crazy? It's forbidden here. Are you crazy or what? Of course not. I have bikini in my bag. Okay. Yeah. So I use that. And then we can do it some other program. Okay. We play a little bit beach soccer or something. Yeah. I can play football. Okay. And I'm going to win. What you will pay when I win? What do you want? What I want? Yeah. One beer. Harry weiß, dass sich Anna Sorgen um seine Gesundheit macht. Davon unbeeindruckt hat der Mit-50er auch schon zum Frühstück lieber zum Gersten als zum Obstsaft gegriffen. Es ist nicht gut für ihn und seine Gesundheit, am frühen Morgen zum Frühstück gleich Bier zu trinken. I think so. I have no problem. Drum habe ich es ihm vorhin gesagt, als er getrunken hat. Tja, aber Harry lässt sich hier scheinbar nicht gern reinreden. Ich habe mich zusammengeschissen wegen einem Bier, habe ich gesagt, bist du meine Mama, weil das brauche ich nicht. Das kann ich gehen lassen. Ich will ihm helfen, das zu reduzieren. Denn wie ich schon gesagt habe, ist es nicht gut für seine Gesundheit in seinem Alter. Ah, das macht sie nicht, jetzt wegen der Gaudi. Die kennt mich ja schon lange. Die weiß ja ganz genau auch von daheim, was ich vertrage und nicht. Und die wird mir nicht einmal besoffen sehen oder dies oder das. Außerdem ist das ein Leichtbier da. Und das ist ja wie ein Wasserdampf steigt dir auf. Das spürst du nicht einmal. Du kannst dir 20 trinken und du spürst nichts. Egal ob leicht, stark oder sonst was Bier. Harry hat den Bock abgeschossen und die Stimmung ist naturtrüb. And what do you want? What do I want? I want a tiger, big one. A tiger? Yeah. In reality? Oh yes. Aha. Then we must go to the zoo. No, you go. Na, we will take him together from the zoo. No, you go there. Tanken darf er nicht, aber einen Tiger soll er auftreiben? Hm. Ich glaube, der Harry ist ein sehr, sehr offener Mensch und vielleicht ist es nicht so gut, gleich alles offen darzulegen. Aber man wird sehen, wie sich die Dinge entwickeln und vielleicht geht es ja auch gut. Im tunesischen Sousse kommt Ziad von der Jobsuche nach Hause. Stolz und aufrecht schaut anders aus. Hi, Schatz. Hi, Schatz. How are you? Fine, you? Yes, fine. How was your day? A little bit hard. I was looking for work, but not found yet, because the season is finished. But I will stay look, okay? Er war Arbeit suchen, ja. Er hat zumindest probiert, eine zu finden. Das rechne ich ihm hoch an. Yeah. Let's sit. No, I must cook finish. Wieder mal steht Händel am Speiseplan. Diesmal aber für 4 Personen. Not that we have guests. Surprise. It's good. So viele Überraschungen. Da auch Andrea und Eamon gerade in Patrizias neuem Heimatort Sousse sind, schauen sie zum Essen vorbei und werden mit offenen Armen empfangen. Die Männer kennen sich noch gar nicht. Jetzt siehst du ihn mal. Ja, Andrea, ich bin im Video. Es war jetzt sehr wichtig für uns, dass wir die 2 Tage jetzt miteinander verbringen konnten. Wir konnten viele schöne Dinge miteinander machen, wo wir vorher gar nicht so die Möglichkeit hatten. Ja, und jetzt sind wir beide auch wieder motiviert, ja, und haben wieder Kraft getankt miteinander, dass wir das schaffen werden. Patricia und Ziad tut der entspannte Besuch gut. Kurz können sie ihre Sorgen beiseite schieben. Doch das Thema Nummer 1 bleibt einfach Thema Nummer 1. Ja, ich war heute auf Jobsuche, aber... Ja, und? Und dann ist es auch vorbei. Es ist halt viel schwieriger, eine Arbeit jetzt zu finden, aber... Ja. Der Wille zählt, ja. Das heißt, es wird dann so sein, dass du die bist, die jetzt da quasi euch da jetzt durchzieht? Ja, im Moment schon. Mhm. Ziad kann es nicht mehr hören. Ständig die gleiche Leier. Dauernd wird darüber gesprochen, dass er einen Job braucht. I will feel not good and I tell you I will find the work and please stop speak of this. Ja, kannst auch schlimmer hören, jeden Tag, ja. Irgendwann ist auch genug.
es ist halt ein Problem, weil es immer wieder im Kopf ist, halt die ganze Zeit, weil das ist jetzt das größte Thema. Ne? Überhaupt, wenn das eine Jahr um ist und er hat immer noch Angst. Ja, dass die Saison halt zu Ende ist, aber das ist halt so. Ja. Ja, es wird schon werden, oder? Alles wird gut. Alles wird gut. Alles ist gut. Es ist immer alles gut. Dann ist es gut. Ja. Alles ist gut, Schatz. Ja, Schatz. All will be good. Ja. Ja. Mal sehen, wie sie das löst. Ja, sie hat jetzt die Situation und jetzt muss sie die Lösungen finden. Aber auch Andrea braucht Lösungen. Im Gegensatz zu Siad hat Eamon den Deutschkurs noch nicht bestanden und kann somit auch noch kein Visum beantragen. Der hat ja gestern den Deutschkurs versäumt wegen mir. Mhm. Ja, ich habe das jetzt kurzfristig organisiert, dass ich mal schaue, also auch für ihn, wie gut, also wie leicht er sich schon tut. Mhm. Ja, und habe so einen Minitest jetzt quasi für ihn organisiert. Ganz wichtig ist jetzt fürs Visum, dass der Eamon den Deutschkurs fertig macht, die Deutschprüfung macht. Und dann müssen wir dann schon langsam die Papiere zusammensuchen fürs Visum. Das wird ja auch nochmal so eine Kostengeschichte. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn er da jetzt heute diesen Test macht, kann er das auch gleich der Lehrerin zeigen, wo er noch Probleme hat. Mm. Ja, und ich würde mich total freuen, wenn das Siad da auch mitmachen könnte. You make a little test with Eamon about German? Yes, no problem. Okay. Deutsch ist nicht Siads Problem. Wie es bei Eamon aussieht, wird bei einem kleinen Test im Garten überprüft. Deutschlehrerin Anke kommt gerade an. Hallo Anke. Hi Andrea. Hallo. Freut mich, dass wir sehen. Hallo Patrick. Ja, hallo. 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 Bonjour, bonjour, bonjour. Enchanté. Merci. Anke. Mm. Bonjour, bonjour. Bonjour. Okay. Donc, okay. Wir werden am besten jetzt mal eine kleine Probe, einen kleinen Test alleine machen. Ja. Und ich würde euch bitten, vielleicht uns alleine zu lassen, weil ich denke, dann sind sie ein bisschen ungehemmter zu sprechen. Okay. Und so. Ja, ich verstehe das, aber das ist ein bisschen Druck, meinst du? Denke ich mal. Alles Im schattigen Garten von Patricias und Siads Wohnung im tunesischen Sousse kommen Eamon und Siad gerade bei einem Deutschtest ins Schwitzen. Ich mache also einen Sprachtest, der aus vier Teilen besteht. Aus Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben. Der Test ist vor allem für Eamon gedacht. Er hat schon mehrere Deutschkurse abgebrochen. Eine bestandene Prüfung auf Level A1 ist aber Voraussetzung für ein Visum. Und da würde ich gerne die beiden Kandidaten bitten, einmal sich vorzustellen. Ich heiße Siad Bankaji, ich komme aus Tunesien. Ich bin 33. Ich arbeite als Bauer. Mein Hobby ist Fußballspielen. Gymnastik. Gymnastik also. So ganz aufgewärmt scheint Eamons Zunge noch nicht. Vielleicht sind die Finger lockerer. Die beiden schreiben jetzt in circa 30 Worten auf, warum sie die deutsche Sprache lernen möchten. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ein Sprichwort, das sich wieder mal bewahrheitet. Ich möchte Deutsch sprechen. Reden. Siad hat die Sprache durch den bereits absolvierten Deutschkurs eindeutig besser drauf. Das liegt sicherlich auch daran, dass Patricia des Öfteren mit ihm in ihrer Muttersprache redet. Ich lerne Deutsch, warum ich möchte sprechen mit meiner Frau. Ich die Deutsch mit. Ich mit meiner Frau und ihrer Familien. Bis heute ist es für mich sehr schwierig, Deutsch zu lernen, weil ich hier in Tunesien wohne. Nach dem Deutschunterricht spreche ich wieder mit allen Menschen nur auf Arabisch. Deshalb ist das Lernen für mich sehr schwierig. Aber ich merke, dass es mit der Zeit immer besser wird. Alles gut, Schatz? Really? Ja. Ja? Ja, ist gut. Gut gelaufen, sehr gut gelaufen. Ja, mit beiden. Und alles gut, auch für den Stand von A1, Hälfte A1, alles gut gewesen. Bisschen Nervosität beim Schreiben, aber das ist ganz normal. Gut, I know this, Schatz. Ich bin sehr, sehr stolz auf ihn, ja? Ja. I'm very proud, ja? Ja. Okay. Ja. Okay, gut. Die Sprachlehrerin stellt Eamon ein gutes Zeugnis aus. Irgendwann wird auch er den Deutschkurs schaffen. Und dann können er und Andrea endlich ein Visum beantragen.
Ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass das mit dem Visum bald funktioniert, dass wir diese Schwierigkeiten hinter uns bringen. Ich habe heute gesehen, dass er beim Deutschtest schon relativ gut abgeschnitten hat und da gar nicht mehr so viel zu tun ist. Und das freut mich und ich bin motiviert, das wird funktionieren. Und dann ist diese Sehnsucht dann weg und dann werden wir mal schauen, wie unser Eheleben so sein wird. Das ist trotzdem noch Zukunftsmusik. Weiterhin bestimmt die Distanz ihre Beziehung. Da Andrea eine schulpflichtige Tochter hat, kann sie nicht auswandern. Doch sobald Eamon ausreichend Deutsch kann, wird sie einen Antrag auf Familienzusammenführung stellen. Ich habe keine großen Träume. Ich habe meine Frau, die ich über alles liebe, genauso wie die Tochter, die sie hat. Ich wünsche mir einfach nur, dass wir in Zukunft gemeinsam leben. Ein großer Traum verbindet die beiden und Andreas Tochter. Endlich als Familie zu leben. Wird Eamon die nötige Ausdauer entwickeln, um den Deutschtest zu bestehen? Und bei Patricia und Siad? In den ersten Tagen hatte Patricia noch große Zweifel, ob sie den richtigen Schritt gesetzt hat. Mein Mann hat bis jetzt eigentlich immer alles gemacht, was ich ihm gesagt habe. Er war auch immer für mich da. Dass ich mich ein bisschen etwas nicht willkommen gefühlt habe, hat er relativ ausgebügelt. Scheint, als wäre das erste Tief überwunden. Ich bin froh, wenn einmal die erste Woche vorbei ist. Ja, sie war sehr anstrengend, aber auch sehr aufschlussreich. Also mein Mann hat sich mehr geöffnet mir gegenüber. Also zumindest hoffe ich, bleibt das so. Ich hoffe für die Zukunft wirklich, dass er schnell Arbeit findet und dass wir halt schneller eine bessere Zukunft starten können. Patricia hatte in Tunesien definitiv Anlaufschwierigkeiten und muss sich mit ihrem Mann, den sie vor der Hochzeit nur insgesamt 11 Wochen gesehen hat, noch besser zusammenraufen. Aber die beiden glauben an ihre Ehe und werden es gemeinsam schon schaffen.